was in der Schleife ist, weg. Einfach weg. Es darf nicht noch eine Welt enden. Wir müssen siegen. Unter uns, dieser Mac ist unsere einzige Hoffnung. Die Wahrheit ist, ich erinnere mich nicht an meine Vergangenheit. Gar nicht. Aber ich stehe hinter den Zielen der Sieben. Ich bin schließlich hier, oder? Story-Geheimnisse, die bis Chapter 1 zurückführen und so einige Dinge erklären, wie zum Beispiel den Eisberg, woher der kommt, was die Sieben in Season 2 gemacht haben, jetzt in Chapter 3 und noch diverse andere Story-Elemente. Der neue Zero War Comic ist raus, das erste Band ist da und die Story darin ist nice. Na Leute, ist wirklich eines der besten Comics, die wir jetzt bekommen haben. Und da wird eine schöne, schöne Geschichte erzählt und auch eine schöne Menge Details, die wir bisher noch nicht wussten. Und dabei kriegen wir auch noch diesen wunderschönen Zero War Spider-Man Skin. Habe ich euch ja schon erklärt. Jetzt besprechen wir aber mal die Geschichte. Als allererstes, ne, die erste Seite startet tatsächlich mit Wolverine in seiner Princess Bar. Das ist seine Lieblingsbar im Marvel-Universum Realität 616. Ne, und während er dort ganz gemütlich einen am Sippeln ist, kommt halt Spider-Man an und Jones und die Imaginierte und wollen den auf jeden Fall überreden mitzumachen, weil jemand ihnen gesagt hat, dass er dort zu finden ist und er ist erstmal nicht so wirklich happy darüber und will, dass sie eigentlich verschwinden. Ne, das Lustige dabei, die Imaginierte hat schon direkt so einen kleinen Zwinker auf ihn drauf. Ne, schon ein bisschen flirty direkt unterwegs und machen auch schon so ein bisschen Witze darüber, dass Spider-Man tatsächlich nervös wird, dass sie in seiner Anwesenheit ist, nur weil sie rothaarig ist und wir wissen ja, wer Spider-Man mit rothaarigen so anstellt, ne? Auf jeden Fall sehr, sehr nice Interaktion und relativ nice Szene. Und dann fangen die halt an, die ganze Geschichte zu erklären und erzählen dabei sogar einige Ereignisse, die in Season 4 passiert sind. Unter anderem dann, dass dadurch, dass eine Insel oder ein Teil von Manhattan ja verschwunden ist, unter anderem auch Daily Bugle und er selber. Und das war diese runde Insel in Season 4, die dann halt in Fortnite aufgetaucht ist. Das war ja ein Stück von Manhattan. Finde ich cool, dass sie das nochmal ansprechen, aber solche kleine Ansprechungen bzw. Anspielungen gibt es ganze Zeit. Nun, Spider-Man erklärt dann so auf seine Art und Weise, was eigentlich passiert ist, dass der große Urknall halt der Zero Point entstanden ist, diese Kugel. Und das Ganze wird vom bösen Forscher Heinis namens den imaginierten Orden, sag ich mal, kontrolliert. Und die machen böses Forscherzeug, ne, und holen andere Leute aus anderen Realitäten und hetzen sie aufeinander. Dann erklärt er halt, was die Sieben sind und so weiter. Und damit, währenddessen sieht man halt die Szene, wie die Sieben halt versuchen, einen Außenposten der I.O. zu kontrollieren bzw. zu erobern. Und stürmen dabei drauf los. Bis auf eine halt Paradigma. Zeitlich spielt dieser Comic dann tatsächlich aber auch kurz vor, beziehungsweise Mitte Season 2, würde ich sagen. Ne? Es spielt noch definitiv vor dem Live-Event. Die haben den Roboter noch nicht. Definitiv vor Season 3. Aber auch tatsächlich, wenn wir so einige Story-Quests nehmen, sollte das tatsächlich noch irgendwo Anfang Season 2 sein, tatsächlich der Comic. So, während die Sieben angreifen, ne, versucht Dr. Sloan das Ganze abzuwehren. Hier ist ein sehr nicer Gesichtsausdruck von Dr. Sloan. Finde ich super gezeichnet. Ne? Und die I.O. lässt auf jeden Fall einiges sprengen, um die Sieben, sag ich mal, zurückzuhalten. Dabei, bei der Sprengung, wird tatsächlich eines der Schleifengänger getötet, und zwar Fischstäbchen. Ja, Fischstäbchen. Aber das Fundament sagt ihm tatsächlich, dass Fischstäbchen tatsächlich nur ein Duplikat ist, ein Schnappschuss. Das, was die Insel ja von jedem Charakter erstellt, die dann halt als Kopie auf der Insel rumlaufen. Auch eine kleine Anspielung tatsächlich an den Batman-Comic, wo Fischstäbchen außerhalb der Schleife gestorben ist. Da sagt das Fundament auch, ne, dass der Echte auch schon vorher gestorben ist. Teilweise, was interessant ist, weil als der Batman-Comic rauskam, war tatsächlich Fischstäbchen bzw. war Fundament gar nicht anwesend. Ne, der ist ja erst mit dem Meteor dann in Season 6 reingekommen. Interessant, aber ja, ne, aber der weiß Bescheid, irgendjemand hat ihm erzählt, sage ich mal, ne. So, und hier, besprechen dabei einen Plan, wie sie das Blatt drehen können und kommen darauf, dass sie dann tatsächlich den Roboter vom Paradigma wiederholen könnten. Und erzählen dabei halt den Kampf gegen das Monster, ne, wegen dann wieder Mecha gegen das Monster gekämpft hat in Season 9 im Live-Event. Und halt, was er gemacht hat, dass er ein paar Dance-Moves aufgeführt hat und danach in den Himmel geschossen ist, um dann davon zu fliegen. Soweit so gut, ne, halt was Paradigma gemacht hat. Und dann kommt eine sehr interessante Seite. Und zwar, was der Ursprung halt so analysiert hat bei dem Ganzen. Und, dass der Mech auf den Mond abgestürzt ist oder hingeflogen ist. Und zwar dem Eismond, was wir dann im Season 2 Live-Event jetzt gesehen haben, ne. Und erzählt dabei aber auch, dass der eisige Mond ist und der eisige Land ist, wo das Monster selber herkam. Und da, weil da, dass der Eisberg tatsächlich ein Splitter von diesem Eismond ist, abgebrochen ist und dann halt auf die Insel und auf die Schleife runtergefallen ist und so das Monster auf die Insel gebracht haben. Und so haben die jetzt endlich,
endlich wirklich nach fast 4 Jahren tatsächlich das Geheimnis erklärt. Ne, weil, ja, 4 Jahre, weil Season 7 liegt 4 Jahre her, Fortnite wird mal 5. Wo der Eisberg herkam von außerhalb der Schleife, weil ja die Schleife an sich ja kein Planet ist oder sowas, sondern ja nur diese Energiekugel da. Und haben die jetzt endlich erklärt, wie das Ganze da hingekommen ist und so weiter, ne? So, und deswegen reden die jetzt darüber, wie die tatsächlich auch dann auch halt auf diesen Eismond gelangen, um den Roboter zu holen. Aber währenddessen versucht Spider-Man halt seinen Plan durchzukriegen und halt die Story hier im Zero War Comic voranzutreiben. Dann sehen wir tatsächlich die Schwester, die hat ein bisschen mehr Szenen als im Live-Event. Im Live-Event war die total nutzlos, die war nicht mal vorhanden. Aber hier im Comic ist sie ein bisschen mehr zu sehen und besprechen halt dabei, dass sie halt ein Portalgerät haben, womit sie halt Leute zurückbringen können. Hat nur 2 Ladungen. Ist dasselbe Portalgerät, was Jonesy mal hatte, nur halt ein bisschen aufgebraucht und besprechen halt den Plan, wie sie halt Marvel-Helden aus dem Marvel-Universum wiederholen können. Aber dabei erzählt auch der Ursprung, dass sie auch noch ein anderes Problem haben, und zwar, dass Galactus im Season 4 Live-Event, als er die Energie aufgesaugt hat, auch einen Splitter vom Zero Point abgebrochen hat und deswegen dann auch den besitzt. Und nicht zurück, als er in die Marvel-Universum zurückgeschleudert wurde, dass die den versuchen wiederzukriegen. Das wird dann wahrscheinlich auch der Teil der Story sein, jetzt im nächsten Heft dann und so weiter. Und ja, in der nächsten Seite sehen wir dann auch tatsächlich, dass die Imaginierte und die Orden auch sich selber die Schwester nennen und so weiter, ne? Jones nicht vertrauen, weil er tatsächlich einer von denen war oder sowas. Und dass sie ein persönliches Interesse haben. Ne? Erzählen aber selber nicht genau, was und wieso. Und verabschieden sich dabei auch. Willst du das echt alleine tun, ne? Bin bald zurück und dann kriegen wir, worauf wir schon so lange warten. Entweder eine Anspielung darauf, dass sie ihre Erinnerung verloren haben, ne, und darauf warten und die wieder haben möchten, um zu wissen, wer die sind, was sie gemacht haben. Und ist irgendwie eine sehr interessante Szene, finde ich, ne? Wir wissen ja, dass sie die Erinnerung verloren haben, wahrscheinlich auch beide. Und anscheinend da auch ein persönliches Interesse haben, das irgendwie wiederzuholen. Und hoffen darauf, dass es natürlich bald passiert. Stand aktuell hoffe ich mal, dass es in Season 3 natürlich irgendwie fortgesetzt wird, wenn die Story-Missionen irgendwie im großen Update reinkommen. Dauert noch ein bisschen. Jones führt dann tatsächlich dann die 7 durch das Abwassersystem in den Außenposten der I.O. und so weiter. Während Spidey dann wieder auf die Imaginierte klettert, sagt die ihm von wegen, ne, lass deine Griffel von dir und so weiter. Ja, Spidey, schon Schlingel, ne? Ist halt eine Rothaarige, Leute. Er mag Rothaarige. Kann man so stehen lassen. Aktivieren die Tarnfunktion, infiltrieren das Ganze, wo man 2 I.O.-Wachen sieht, die tatsächlich aus ihrer Realität sprechen. Zum Beispiel, dass sie den Giftmüll, den die entsorgen, in seiner Realität Krebs verursachen würde, bei ihm aber nicht. Kriegen einen aufs Maul und dann kommt eine sehr interessante Szene. Die infiltrieren den Außenposten der I.O.-Basis, aber reden halt die ganze Zeit darüber, dass halt die Türen auf der Decke sind und so weiter oder an den falschen Wänden, weil sich ja die Insel gedreht hat und somit auch der I.O.-Außenposten. Auch wieder eine coole Anspielung, dass sie daran gedacht haben. Und Jones findet dabei eine geheime Tür und sein altes Büro. Das komplette Büro, was auf dem Kopf steht, und findet dabei ein altes Bild und nimmt dieses Bild raus, während er in Nostalgie und tatsächlich sehr traurig wirkt. Ne, bin mal gespannt, was das für ein Bild ist. Ich erinnere mich nicht, dass er irgendeinen Bilderrahmen hatte auf seinem Tisch. Klar, er hatte mal Bilder an den Wänden und so weiter, ne? Dort hat er einige Bilder gehabt, was dann auch Skins wurden, dann in Season 6 und so weiter. Aber dass er irgendwie so einen kleinen Bilderrahmen auf dem Tisch hatte oder sowas, erinnere ich mich nicht. Und die zeigen auch tatsächlich dann nicht, was auf diesem Bild drauf war oder wer und warum er da so sentimental guckt, als ob er jemanden vermisst oder einen Menschen oder einen Geliebten vielleicht oder Geliebte. Vielleicht Dr. Sloan. Das wäre Plot-Twist. Naja, ich glaube nicht, dass sie mit Dr. Sloan zu tun haben. Und erreichen dann auf jeden Fall auch die Brücke, die auch auf dem Kopf stehen. Und dort finden die den Zero Point. Werden dann aber auch direkt schnell von dann tatsächlich Dr. Sloan und Gunnar angegriffen. Gunnar, unser halber Hulk und so weiter, ne? Und Dr. Sloan haben die gefunden, weil die Alarmanlage getriggert wurde von seinem alten Büro. Gunnar stürmt auf ihn drauf und in der nächsten Szene erzählt Jones, dass er ihn ja Geno versprochen hat. Und da ist er, Geno. Während das Fundament sagt, das ist nicht Geno, den habe ich in den Kopf zerdrückt und so weiter und so leicht wäre er nicht. Und da ist Jones schon ziemlich verwundert, dass Gunnar nicht Geno ist. 2 Sachen daran. Eine Anspielung darauf, dass wir vielleicht daran, dass die Community eine Zeit lang dachte, dass Gunnar tatsächlich Geno ist, als er da damals noch in den Spielerteilen waren und wir noch nicht wussten, dass er irgendwie der Boss ist und was auch immer. Aber seltsam ist es trotzdem, weil in Season 2
Da ist so ein kleiner Logikfehler. In Season 2 gab es eine Story-Mission, wo Jones definitiv wusste, wer Gunnar ist. Der hat sogar gesagt, dass es ein Level 5-Agent ist und halt der eher von niederem Rang ist und sich so ein bisschen lustig gemacht hat über ihn. Da bist du ja. Na, bereit, dich in einen streng geheimen IO-Server zu hacken, hm? Uns erwarten entweder wertvolle Informationen oder das Geheimnis des verschwindenden Mittagessens. Ich wette, es war Gunnar, Stufe 5-Agent. Und in diesem Comic tut er halt also, ne, dass er nicht weiß, wer das ist und so weiter. Und Dr. Sloan lacht ihn auch sogar aus, von wegen, ne, als ob Geno mit dir irgendwie Zeit befassen würde. Was auch immer. Deswegen könnte es sein, dass vielleicht dieser Comic noch vor dieser Storm-Mission spielt. Ne, diese Story-Mission war, glaube ich, eher in der Woche 7, 8 oder sowas, also schon fast kurz vor Ende. Deswegen kann es sein, dass dieser Comic noch davor spielt oder die haben hier wirklich einen Logikfehler und vergessen, dass Jones da vielleicht nicht wusste wissen sollte, wer Geno ist. Aber sei es drum, Fundament und Gunnar kämpfen wieder gegeneinander. Das sind so totale Erzfeinde, ne? Im Comic, im Trailer, immer das Gleiche. Während die Imaginierte versucht, Deckung zu geben und da ist wieder ein grandioser Shot von Dr. Sloan. Leute, gebt euch mal diesen Gesichtsausdruck. Perfekt. Ne, Spidey stürmt, fliegt in den Zero Point, wenn Jones noch alles einstellt und Spider-Man resettet dann auch die Konsole, ne, beziehungsweise heftet sich an die Konsole dran, so dass sie keiner verfolgen hat. Das Ziel ist halt Realität 616, das ist das Marvel-Universum. Im MCU ist es auch halt das Marvel-Universum. Und Dr. Sloan flucht halt darauf, weil das Ziel resettet wurde und die ihm nicht folgen kann. Ne, und schaut dann tatsächlich total enttäuscht und sagt, dass Jones sowas von gefeuert ist und so weiter. Während Gunnar und Sarah Sloan dann immer noch gegen das Fundament kämpfen und ihn dann tatsächlich auch durch die Decke schleudern und komplett weggieten. Aber ne, dass er nicht tot ist, wissen wir ja dann natürlich auch, dass er im Live-Event war und was auch immer. Ne, und das, was auch immer die planen, sagt Dr. Sloan, dass sie keine Zeit dafür haben. Spidey landet in Realität 616 im Marvel-Universum, während Johnson dem Ganzen noch, sag ich mal, gewohnt ist, durch die Realitäten zu reisen, kriegt er totale Kopfschmerzen und die Imaginierte basht direkt auf Captain Marvel, ne, basht die auf die drauf, weil die sich hier nicht kennen und so weiter. Spidey geht dazwischen und erklärt denen, dass sie die gesamte Hilfe der Avengers brauchen und deswegen ihr Avengers-Handy nutzen sollen, um die alle anzurufen und zusammenzutrommeln und so ein Helden-Meeting brauchen. Dann versammeln die sich in einer alten Celestial-Statue, was ein bisschen relativ klein wirkt, ne? Wer Eternals gesehen hat, und da allgemein sollten ja Celestials gigantisch groß sein, größer als Planeten und fast ein Sonnensystem, ne, weil die ja also auch Planeten und so weiter verschlingen, ist das eine ziemlich mickrige Statue, die im Eisberg ist, aber dort haben sich die Avengers halt versammelt, gab es vielleicht auch früher in Comics irgendwie vielleicht mal eine Erklärung oder so dafür. Und da erklärt halt der Spider-Man, dass sie Hilfe brauchen für Realität Zero, ne, beziehungsweise Realität Null und dass sie dorthin hindurchfliegen und so weiter und dass er eigentlich nie Chef des Ganzen war. Und dann kommt Iron Man und stiehlt die Show, weil er alles kalkuliert hat, wer mitkommen sollte, wer das Ganze helfen soll und. Und dass sie halt immer noch den Zero-Point-Splitter suchen müssen und die Imaginierte hat auch tatsächlich dann den Punkt, sage ich mal, erfasst, ne, und 150 Kilometer weit weg. Und dann sagt er, dass er jemanden kennt, den er unbedingt braucht und somit landen wir wieder in der Bar, wo der ganze Comic anfing, wo dann tatsächlich Spider-Man alles erklärt hat und Jones sagt tatsächlich, dass selbst er nicht verstanden hat, worum es geht und tatsächlich zum Anfang der Schöpfung gehen soll, während ihn dann, sag ich mal, die Imaginierte den Wolverine tatsächlich bezirzt und sagt, hey, das wird der beste Kampf deines Lebens und er sagt einfach okay und gehen dann zu zweit tatsächlich los. Da knistert zwischen den zwei, Leute. Ich sag's euch, da knistert zwischen den zwei. Es gibt ja auch noch ein alternatives Cover, ne, was für die späteren Bände mal rauskommt, wo wir sehen, dass die Imaginierte mit Wolverine tatsächlich am Tanzen sind. Bin mal gespannt, ob da so eine kleine Romanze oder so entsteht zwischen den zwei, ne. Ist auf jeden Fall flirtige, die gute Dame und währenddessen sehen wir dann halt eine Szene, wie Dr. Doom das Ganze tatsächlich durch sein Hexenfeuer sieht, beobachtet, wie auch immer ihr Mann das nennen soll, dass sie halt alle Narren sind und, sag ich mal, im Dunkeln stochern und währenddessen sagt er, dass er sich mit ihnen befasst und nennt ihn dann auch Geno, ne, dass Geno ihn angerufen hat bzw. gecallt und sagt, ihre Hilfe ist sehr willkommen. Also wieder hier Geno, der Drahtzieher, der große Überbösewicht von der IO, aber auch natürlich derjenige, der den Zero Point kontrolliert und das Fundament natürlich jagt. Das ist das, was wir dann beim Season 2 Live-Event gesehen haben, wo dann tatsächlich die auf Geno zugeflogen sind. Naja, und da ist auch ein bisschen seltsam, was in Season 2 passiert, aber das wird ein Teil eines anderen Videos. Da besprechen wir ein bisschen was. Und dann, ne, sehen wir dann halt, wie Geno zu Dr. Doom spricht und sagt, ne, aus dem ganzen Omniversum gibt es nicht viele, die eigentlich so schnell in den inneren Zirkel aufnehmen.
außer halt Dr. Doom. Und auch der wird eine große Rolle in diesem Comic spielen, wird er tatsächlich jetzt für Geno arbeiten und dabei halt, sag ich mal, Sachen für ihn erledigen oder verfolgt er einen eigenen Plan, weil in Season 4 war er natürlich auch auf der Fortnite-Insel und so weiter, ne? Und nichtsdestotrotz, er ist jetzt bei Geno aufgenommen worden und das wird fortgesetzt. Sehr interessante Details, finde ich, rund um den Eismond, den Sieben, ne, und die ganze, sag ich mal, Zeitlinie und so weiter. Sehr, sehr nicer Comic. Freue mich darauf auf die weitere Geschichte. Wenn ihr diese Geschichte nicht verpassen wollt, gerne Abo-Button und Glocke reinhauen. Wenn ihr natürlich auch die gesamte Geschichte sehen wollt, auf der rechten Seite die Playliste auschecken. Dort gibt es eine Menge Story. Was sagt ihr dazu, Leute? Schreibt runter in die Kommentare und gebt mir Flosse. Flopp!